So, wunderbar. Wir sind live. Ich schaue nur noch mal ganz kurz, ob das hier alles von der Technik her soweit passt. So, wunderbar. Wir sind. Jawohl, sieht gut aus. Geht gleich los, ihr Lieben. Jawohl. Okay, wir sind live. Technik scheint auch soweit wunderbar zu klappen. Ich möchte mit euch hier ganz kurz ein paar Informationen zum Energiemarkt teilen, ein paar aktuelle Updates geben, auch zum Thema Strom-Gaspreisbremse. Ja, und möchte über zwei, drei Punkte sprechen, die ich in meinen Beratungen immer wieder erlebe und wo ich einfach sagen muss, da ist ein bisschen Aufklärungsbedarf da. Da würde ich gerne auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar habe ich ja in den letzten eineinhalb, gut 2 Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass die Preise weiterhin steigen werden. Und auch jetzt in den Gesprächen, die ich aktuell führe, erlebe ich immer wieder, dass die Leute ja immer noch der Meinung sind, dass die Preise ja über ja einen kurzen Zeitraum hin sinken. Und warum das nicht so sein wird, das werde ich euch gleich hier in den Infos noch mit euch teilen. Und es ist wichtiger denn je, jetzt zu handeln und lange Preisgarantien abzuschließen. Ich zeige euch auch gleich, warum das so ist. Ich habe in meinen Gesprächen immer so, fünf Arten von Menschen vor mir sitzen. Ja, und drei davon, haben eine andere Situation wie die anderen beiden. Ja, so, und das möchte ich jetzt ganz kurz auf die zwei Situationen mal eingehen. Die erste Gruppe, das sind Menschen, die entweder mit ihrem Unternehmen eine Insolvenz, gerade in eine Insolvenz geschlittert sind, eine erlebt haben oder kurz davor stehen, eine zu erleben. Dann sind es Menschen, die aktuell, vielleicht sogar dieses Jahr schon die zweite oder dritte Preiserhöhung bekommen haben. Also Menschen, die Preiserhöhungen bekommen haben oder bekommen werden. Und jetzt werden Millionen von Haushalten werden in ihrem Briefkasten Preiserhöhungsschreiben vorfinden, entweder jetzt schon im Dezember oder vielleicht sogar schon bereits im November oder dann am Anfang des nächsten Jahres. Es wird kommen, definitiv, und es werden Millionen Menschen davon betroffen sein. Oder sind es Menschen, die quasi jetzt halt gerade umziehen, also quasi Neueinzug jeglicher Art. Und diese drei Menschen, also Insolvenzen, Preiserhöhungen und Neueinzüge, die solche Situationen haben, die haben in irgendeiner Art und Weise schlagen die beim Grundversorger auf, wenn sie nicht von sich aus aktiv werden. Ja, so, und die Situation, bei den Grundversorgern, ist aktuell die, dass sie Millionen Kunden gerade anschreiben. Ich teile mal ganz kurz hier den Bildschirm. Und dann liegen da solche Schreiben oder ähnliche im Briefkasten. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Nein, noch nicht. So, aber jetzt. Ja. Wunderbar. Machen wir das mal so hier. Ja, also da liegen dann solche oder ähnliche Schreiben im Briefkasten, nämlich Erhöhung von 23,36 Cent auf 68,75 Cent die Kilowattstunde. Ja, oder hier, plus 46,37 Cent die Kilowattstunde. Ja, also solche Schreiben finden die Menschen dann im Briefkasten vor. Und das ist ein Riesenproblem, wo viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also das ist die eine Gruppe. Bedeutet, es ist für dich, wenn du in irgendeine dieser Personengruppe reingehörst, deutlich sinnvoller, jetzt einen Vertrag, einen Sondertarif abzuschließen, wo du vielleicht 45 Cent die Kilowattstunde bezahlst oder 47, 2 Jahre Preisgarantie hast, wie in der Grundversorgung zu landen, 60, 70, wir haben sogar schon Preise über 1 Euro gesehen, zu zahlen und das ohne Preisgarantie. So wirst du gleichzeitig noch zum Spielball vom Markt, dass wenn die Preise weiterhin steigen, dass man dir jederzeit auch die Anpassung mit zusenden kann. Also das solltest du definitiv vermeiden. Also das sind die drei, die zu der ersten Gruppe gehören. Dann gibt es die zweite Gruppe. Und die zweite Gruppe hat ein ganz anderes Problem, nämlich die sind beziehungsweise die sind schon
vielleicht schon immer beim Grundversorger und haben jetzt in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass sie im Grundversorgungstarif noch einen relativ niedrigen Preis hatten. Und das kommt einfach dadurch, dass Grundversorger in der Regel ihre Energie 2-3 Jahre im Voraus zu gewissen Preisen sich sichern. Und dementsprechend werden natürlich auch die Preisanstiege nicht so hoch sein, wie jetzt jemand, der die Preise von oder der die Energie für den nächsten Tag einkaufen muss und dann die aktuellen Marktpreise zahlt. So, muss man erstmal unterscheiden. Jetzt kommt aber der Punkt. Viele von denen sind einfach hergegangen und haben gesagt, nee, ich sitze das Ganze aus. Und gerade neulich hat ein Kollege was gesagt, den ich sehr schätze, der trifft es im Prinzip mit dem Beispiel auf den Punkt. Wenn du in einem Hochhaus sitzt und das Hochhaus fängt an zu brennen, dann ist Abwarten das Schlechteste, was du machen kannst. Weil wenn du im 90. Stock sitzt, ja, und das Feuer ist auf Etage 70, dann kannst du dich nicht mehr retten. So, und genau das ist die Situation, die aktuell ja eben halt auch im Energiemarkt ist, wo einfach diese Personengruppe einfach abwartet, ja. Und abwarten ist das Schlechteste, was du machen kannst, wenn das Haus brennt. Ja, da denken man, viele hoffen da noch, dass jetzt die Strom- und Gaspreisbremse, ja, wenn die kommt, dann dass 2024 die Welt wieder ganz normal ist. Das wird aber so nicht sein. Und ich werde dir auch gleich dann noch zeigen, warum das nicht so sein wird. Ja, so, das ist Situation innerhalb dieser Personengruppe. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die vielleicht in Sondertarifen beim Grundversorger sind oder bei Marktpartnern, ja, also bereits nicht in der Grundversorgung sind, sondern bereits private Verträge sozusagen haben, wenn du so willst. Und die haben jetzt vielleicht noch eine Preisgarantie. Aber auch die, ja, wenn die letzten Monate wenn viele davon gehört hätten, ja, hätten die sich jetzt schon günstigere Preise sichern können, ja, für den Anschlussvertrag, wie wenn sie jetzt eben halt noch warten. Und ich zeige dir das mal kurz anhand von einem Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen, weil das manchmal nicht so rüberkommt. Warte kurz, lass mich schnell den Screen teilen. So, wo haben wir es? Gesamter Bildschirm teilen. So, ich hoffe, du kannst das jetzt hier sehen. Lass ich mal kurz schauen, ob wir das hier auf dem Screen haben. Jawohl, wunderbar. Okay, also du siehst, ich mache jetzt hier ein Beispiel, ja, und diese Art von Gesprächen, Dutzende, ja, also kannst du gar nicht alle zählen, ja. Wir haben zum Beispiel eine Familie beraten im Februar 2022. Ja? Vorschlag unsererseits 35 Cent die Kilowattstunde, Familie ca. 2400 Kilowattstunden Verbrauch, also so 200 Kilowattstunden im Monat. So, Kunde hat sich damals entschieden, beim Grundversorger zu bleiben, weil Aussage, ich zahle aktuell 26 Cent die Kilowattstunde. So. Jetzt ist passiert, was bei nahezu allen passiert und was auch, wenn du jetzt dich in diesem Gedankenspiel wiederfindest, bei dir passieren wird, ja, in den kommenden Wochen, wenn nicht spätestens 1-2 Monaten. Nämlich, es kam, wie es kommen musste, nach 4 Monaten liegt eine Preiserhöhung beim Kunden im Briefkasten auf 65 Cent. So, jetzt schließt der Kunde bei uns einen Vertrag ab mit 53 Cent, ja, freut sich, weil er im Prinzip 12 Cent weniger zahlt wie beim Grundversorger, hat aber gar nicht auf dem Schirm, dass er jetzt hat, statt 35 Cent 53 Cent die Kilowattstunde zahlen muss. So, jetzt, Kunde wartet 4 Monate und spart dann in diesen 4 Monaten im Vergleich zu dem Angebot, was wir ihm gemacht haben, 72 Euro für die 4 Monate, weil der Kunde spart 9 Cent, hat ungefähr 200 Kilowattstunden Verbrauch, sind also 9 Cent die Kilowattstunde mal 200 Kilowattstunden mal 4 Monaten sind 72 Euro. So, und jetzt zahlt der Kunde 53 Cent, ja, hat eine lange Preisgarantie, also hat sich auch richtig entschieden, aber zahlt jetzt natürlich mehr als 4 Monate davor.
Ja, Kunde zahlt also jetzt für die nächsten 20 bis 24 Monate 53 Cent statt 35, weil er eben halt warten wollte. Und das bedeutet, diese 4 Monate Wartezeit hat den Kunden jetzt einfach mal so 720 € gekostet. Und jetzt ist meine Frage an dich, wenn ich dir jetzt 720 € auf den Tisch lege, nimmst du die? Und da wird jeder sagen, ja, na klar, nehme ich die. Ja? Aber die meisten machen das nämlich nicht. Ja? Die verhalten sich nämlich so wie hier vorne. Intelligent ist, wer vorausschauend handelt. Und das möchte ich eigentlich in diesem Live nochmal, ja, kurz, oder ich hoffe, dass ich das rüberbringen kann, wie wichtig es ist, dass du es nicht auf die lange Bank schiebst, sondern dass du jetzt handelst, weil du wirst nämlich in 3, 4, 5, 6 Monaten wieder in die Situation kommen, dass du aufwachst und denkst, hey, warum sind denn die Preise schon wieder höher geworden? Ja, also der Kunde, wie komme ich auf die 720 €? Der Kunde zahlt jetzt 53 statt 35 Cent, also 18 Cent pro Kilowattstunde mehr. Ja, mal 200 Kilowattstunden monatlich sind 36 € monatlich. Ja, mehr als die 4 Monate davor. Und 36 mal 20 Monate sind 720 €. Ja, so einfach ist die Rechnung. So, und jetzt gibt es dann, und deswegen, das sind diese zwei unterschiedlichen Gruppen. Ja, die ein bisschen unterschiedliche Situationen haben. Die einen, die sind aktuell sofort mit dem Grundversorger irgendwie konfrontiert, ja, und müssen handeln. Und die anderen sind diejenigen, die es quasi ein bisschen aussitzen wollen, sich damit aber keinen Gefallen machen. So, und dann gibt es da, wie gesagt, in dieser zweiten Personengruppe, in dieser hier, gibt es dann eben halt noch die Menschen, die sagen, hey, ich habe doch eine Preisgarantie von 2 Jahren, ja. Ich habe jetzt halt 1 Jahr rum oder 14 Monate rum, ich habe noch 12 Monate, ich warte mal ab. Ja, dann kommt ja jetzt diese Strom- und die Gaspreisbremse und danach sieht die Welt wieder anders aus. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, aus meiner Sicht, hier zu warten, ja, weil du kannst dir nämlich heute schon ja die Preise sichern. Also immer bevor 12 Monate, bevor dein aktueller Vertrag abläuft, kannst du zum Beispiel über uns ja dir schon den Folgevertrag mit den Konditionen von heute sichern. Und dass die Preise nicht so schnell sinken werden, wie es viele da draußen gerne hätten, das zeige ich dir mal ganz kurz anhand von den Beschaffungspreisen. Du siehst hier die Strom-Futures. Du siehst, es ist zwar jetzt ein kleines bisschen runtergegangen von ja, August bis November, aber wir haben hier immer noch im Vergleich zum Jahresanfang eine deutliche Steigerung. Aktuell ziehen die Preise auch gerade wieder an. Wenn du heute dir die Energie direkt an der Börse für 2023 kaufen willst, musst du heute 397 € die Megawattstunde zahlen. Also so roundabout 39,7 Cent die Kilowattstunde. Ja, dann kommen noch ein bisschen Steuern drauf, ja, Abgaben und so weiter. Also da ist nicht viel mit sinkenden Preisen nächstes Jahr. Dann für 2024 290 € die Megawattstunde. Ja, das sind so roundabout 29 Cent die Kilowattstunde. Und für 2025 sind es aktuell 7.12.22 191 € die Megawattstunde. Also so roundabout 19,1 Cent. So, und wenn du das jetzt hier dir mal anschaust, ja, dann haben wir hier eine satte Steigerung, nämlich im Januar zahlten wir schon 133 € ja, die Megawattstunde, aktuell 397. Ne? Also so viel mit sinkenden Preisen ist da nichts. Und selbst wenn die Preise sinken sollten, bis die bei dir ankommen, ja, oder beim Endverbraucher ankommen, hast du ja immer so 2 bis 3 Jahre Zeitverzug drin. Ja, also das, so, das kannst du dir so ein bisschen als Faustformel merken. Also so easy peasy ist das alles nicht. Und am Spotmarkt sieht die Welt so aus, ja. Auch hier ziehen die Preise gerade wieder an. Am 7.12. hatten wir eben einen Preis von 387,53 € die Megawattstunde, also so 38,7. Und das ist im Vergleich zum Januar ein Plus von 134%, ne? Also Januar 165, Dezember 387 €. Beim Gas sieht es nicht viel besser aus. Auch hier, wenn du oder wenn man das Gas für 2023 einkauft, liegen wir bei 150,33, also 15,33 Cent in etwa die Kilowattstunde, bei 2024 112 und bei 2025 75,83, sofern die Preise nicht noch weiter steigen. Und du siehst, wir haben auch hier wieder aktuell die Tendenz,
die geht nach oben. Und im Vergleich im 12-Monats-Zeitraum ist es ein Plus von 193%. Also wenn ich da manchmal auch höre, die Preise sinken, dann stimmt es ja, je nachdem, wann derjenige sich die Börse anguckt, schon, ja. Aber wenn du dir den langfristigen Verlauf anschaust, kann von sinkenden Preisen überhaupt nicht die Rede sein. Ja, und deswegen ist es wichtig, jetzt aktiv zu werden. So, und dann kann man natürlich noch hergehen und sagen, ja, aber es kommt ja diese Strom- und Gaspreisbremse. Ja, das hilft uns ja. Und das ist auch richtig so, aber vielleicht hast du dir das mal angeschaut. Es gibt da einen Link zur Bundesregierung, wo das einfach nochmal erklärt wird, die Strom- und Gaspreisbremse. Und ich habe mir das Ganze für dich jetzt mal richtig durchgelesen und angeschaut. Also hatte ich vorher schon, aber ja, möchte nochmal ganz kurz drauf eingehen, damit es da auch keine Unklarheiten gibt. Und zwar die Strompreisbremse, die kommt ab dem 1. März 2023, rückwirkend zum 1. Januar 2023. So, und eins solltest du dir immer merken, überall, wo solche Sternchen dran sind, da sollte man einfach mal genauer hinschauen, ja, weil da will man ja auf irgendwas hinweisen. So, also 80% ihres Stromverbrauchs erhalten sie zum gedeckelten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Hört sich schon mal erst gar nicht verkehrt an, ja. Beim Gas genau das Gleiche, da ist der Preis 12 Cent pro Kilowattstunde und 9,5 Cent pro Kilowattstunde für Fernwärme. So, und jetzt steht hier aber, wenn wir uns das anschauen, maßgeblich ist in der Regel die Verbrauchsmenge des Vorjahres. So, und ich habe mir das jetzt mal durchgelesen und habe mal so ein paar Sachen für dich hier rausgestrichen. Wie funktioniert die geplante Gaspreisbremse? Für private Haushalte, kleine, mittlere Unternehmen, weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden, sowie für Vereine, Gaspreis auf 12 Cent pro Kilowattstunde, für Fernwärme 9,5 Cent, so wie eben besprochen. Jetzt kommt aber das, wo man drüber nachdenken darf. Das heißt, für ein Kontingent von 80% des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs gilt der niedrigere Preis. Für den restlichen Verbrauch muss der normale Marktpreis bezahlt werden. Wenn ich das jetzt halt einfach mal Wort für Wort nehme, bedeutet das, es wird im September einfach geschaut, okay, wie ist in etwa der Durchschnittsverbrauch gewesen? Ja, wie war der Jahresverbrauch im Vergleich der, also die letzten 12 Monate, und davon nimmt man jetzt 80% und dafür gilt der niedrigere Preis. Jetzt kann man hergehen und sagen, naja, für die restlichen 20%, ja, was ist aber, wenn du vorher 10.000 Kilowattstunden verbraucht hast, dann, wenn ich jetzt nur diesen Satz hier nehme, bedeutet das, dass 8.000 Kilowattstunden mit 80% abgerechnet werden. Wenn du jetzt aber 12.000 statt 10.000 brauchst, haben 4.000 Kilowattstunden, das ist ein bisschen mehr wie 20%, ja, die verrechnest du mit dem Preis, den du abgeschlossen hast. Aber selbst wenn es bei den 20% bliebe, dann ist trotzdem noch, was ist der Grundpreis, ja, und für der Preis für die restlichen 20%, die trägst du immer selbst. Das Einzige, wie du wirklich gut und günstig davon wegkommst, und deswegen, damit soll ja auch dieses Sparverhalten gefördert werden, dass du einfach weniger verbrauchst wie das Jahr zuvor, ne? Ist halt die Frage, inwieweit das machbar ist durch Homeoffice etc. Ja, und klar, man kann natürlich auch kalt duschen und so weiter, kann man alles machen. Gibt es bessere Möglichkeiten, komme ich auch noch gleich dazu. Aber ja, das muss man halt einfach wissen, weil viele reden heute über 80% etc., vergessen aber, was ist das Risiko, ja, wenn ich mehr verbrauche, beziehungsweise ja, wenn die Gaspreisbremse dann 2024 nicht verlängert wird und ausläuft. Was passiert denn dann? Und deswegen ist es wichtig, egal Strom, Gaspreisbremse hin oder her, dass du jetzt für dich möglichst lange Preisgarantien abschließt. Ja, ganz entscheidend. Beim Strom sieht es nämlich nicht anders aus. Dies gilt für den Basisbedarf von 80% des historischen Verbrauchs, also aus der Vergangenheit, in der Regel gemessen am Vorjahr. Man schaut also, was waren die 80% im Vorjahr? Wie viele Kilowattstunden waren das? Und wenn du jetzt halt heute deutlich mehr verbrauchst, ja, oder 2023, dann ja, dann wäre es gut, wenn du einen günstigen Preis hättest, ne? Oder ein guter Preis im aktuellen Marktniveau, sagen wir es mal so. Weil günstig ist ja immer so eine Definitionssache, ja? Für wen ist was günstig? Also nur für den übrigen Verbrauch, der darüber hinausgeht, muss der reguläre Preis, Marktpreis bezahlt werden. Also auch hier ganz wichtig, langfristige Preisgarantien jetzt
nicht noch länger warten. Denn, wie ich schon bereits gesagt habe, die Preise, ja, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass die sinken. Ganz im Gegenteil. So, und dann zum Abschluss, ich hoffe also, dass dir das bisher schon weitergeholfen hat. So, und dann habe ich ja immer mal wieder die Frage, ja, das ist ja super, wenn ich einen günstigen Stromvertrag habe, aber schau, ich wohne zur Miete. Wie ist denn das? Ich habe ja, also meine Hausverwaltung interessiert es eigentlich nicht und das kann ich nachvollziehen, ja, weil die Hausverwaltungen oder Vermieter, die geben ja den Gaspreis in den Nebenkosten einfach weiter. Ja, für die ist das ja mehr oder weniger ein durchlaufender Posten. Und ja, ich habe ja da gar keinen Einfluss drauf. Ich kann keinen günstigeren Gasvertrag jetzt abschließen. Und was ist, wenn ich dann jetzt bei mir 20 oder 25 Cent die Kilowattstunde zahlen muss? So, und das Einzige, was du immer in der Hand hast, ist dein eigener Verbrauch. Ja, so, und diesen Verbrauch, ja, man kann kalt duschen, man kann die Heizungen runterdrehen, kann man alles machen. Aber ich würde erstmal anfangen, meine Wohnung quasi mit Thermostaten auszustatten an den Heizkörpern. Ja, das ist der erste und beste Schritt, den du zum Beispiel machen kannst. Und hier habe ich ein kleines Video für dich von einem Kooperationspartner von uns, Vattenfall. Und jetzt hoffe ich, dass du das auch hier dann hören kannst. Und hier, das ist der Valentin übrigens. Und der Valentin erklärt mal kurz, wie es geht, wenn man also smart heizt. Ja? So, also ich hoffe, Ton und so weiter hat gut funktioniert. Dieses smarte Heizen,
Ja, hat extrem viele Vorteile für dich. Du hast die Möglichkeit, 30%, also bis zu 30% Heizenergie dadurch zu sparen. Das heißt, du schließt zum Beispiel einen Stromvertrag für deine Mietswohnung ab, ja, sicherst dir günstige Preise für einen möglichst langen Zeitraum, 24 Monate, Preisgarantie, sparst durch die Heizthermostate bares Geld, ja, und hast natürlich auch dementsprechend noch andere Vorteile, kannst alles super über App steuern. Und das ist etwas, was du sofort recht schnell umsetzen kannst. Und das Coole ist, ja, du kannst diese Thermostate quasi als Bonus ja bei Abschluss eines ja, Stromvertrags mit Vattenfall ja, erhalten. Funktioniert ganz einfach: Strom- bzw. Gasvertrag mit dem Bosch Energiesparset heizen, abschließen. Dann bekommst du innerhalb von 3 bis 6 Wochen nach Abschluss des Vertrags einen Gutscheincode per Post, und dann kannst du einfach auf diese Webseite hier gehen, findest du dann alles auch in dem Schreiben, und kannst über diesen Gutscheincode dein Bonus quasi anfordern, bekommst es kostenlos per Post zugeschickt, schraubst das Ganze an, installierst die App und fängst an, Energie zu sparen. Und gerade wenn du jetzt keinen Einfluss hast auf den Gasvertrag oder deinen Wärmevertrag, weil es in den Nebenkosten mit drin ist, dann ist das die beste und effektivste Art, wie du sofort beginnen kannst, Energie zu sparen, gleichzeitig dir auch noch ja, also die in Anführungszeichen jetzt noch attraktiven Preise zu sichern, die deutlich günstiger sein werden wie in den nächsten Monaten. Und ja, und so kannst du im Prinzip loslegen. Wenn du hierzu Informationen brauchst oder eine Beratung, dann komm einfach auf mich zu. Mein Team und ich, wir helfen dir hier gerne weiter. Ja, so. Und das war es jetzt auch schon von mir. Ja, ich sehe gerade, 27 Minuten ging ein bisschen länger als geplant. Aber ich hoffe trotzdem, dass wieder der ein oder andere wertvolle Tipp für dich dabei war. Wichtig ist eins: nicht davon ausgehen, dass die Preise jetzt über einen kurzen Zeitraum sinken. Warum das nicht so ist, habe ich eben ausführlich erklärt. Schieb's nicht auf die lange Bank, sondern ergreif jetzt die Initiative, entweder über uns oder woanders. Wichtig ist, dass du ins Handeln kommst. Ja, ich würde dir natürlich empfehlen, komm zu uns. Mein Team und ich, wir beraten dich gerne und sichern dir nämlich dann faire, ja, Konditionen, ja, attraktive Preise. Und wie du gesehen hast, gibt es natürlich auch tolle Boni noch oben drauf. Okay, in diesem Sinne, alles, alles Gute. Und wenn das Ganze für dich hier hilfreich war, teile es doch mit deinem Netzwerk. Lad Leute ja in die Gruppen hier ein und empfehle das Ganze einfach weiter. Damit hilfst du dir und anderen am meisten. Ja, in diesem Sinne, einen, ja, schönen Tag, schönen Abend, wenn du die Aufzeichnung irgendwann siehst, warum oder wann auch immer du die Aufzeichnung siehst. Alles Gute und bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.